Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Für mich mein vierter Versuch, aber ja, ich bin selber schuld. Das passiert halt auch, wenn man immer das so schnell will machen. Ja, dafür habt ihr jetzt den kürzeren Video, weil ich schon alles durchgeschnüffelt habe. Und ja. Wie ihr seht im Titel, ich habe wieder mal bei Wohlfühlmomenten geshoppt, bei der lieben Doris. Ich meinte, die Bestellung ist so von Dezember Anfang Januar. Und wollte euch natürlich zeigen, wenn ich alles Schönes eingekauft habe. Ich lege los mit den Pröbli. Doris, vielen, vielen lieben Dank für all die Goodies. Und der erste Duft ist einer, den ich sehr liebe. Es ist mein absoluter Lieblingsduft nach wie vor. Und zwar ist der Pink Sugar. Ja, der Duft und ich, das ist einfach grosse Liebe. Und wird der aber weggehen, einfach aus dem Grund, weil ich schon so viel Pink Sugar Duft habe. Und ja, darum bleibt der nicht bei mir. Der zweite Duft ist sehr ein fruchtiger Duft. Und zwar ist da eine Mischung aus Mango und Papaya. Habe ich auch schon als Goodie von anderen Shops gehabt und ist nicht so meins. Also ich mag weder Mango noch Papaya. Ich muss ehrlich gestehen, aber dass ich, wenn ich so dran geschmückt hätte, nicht gewusst hätte, dass der Mango und Papaya ist. Ich weiß nicht wieso, für mich hat der in kalt eher ein bisschen einen süßen Bierduft. Oder sonst einfach so ein fruchtiges Bonbon. Ja, also sehr, sehr ein interessanter Duft, aber weil ich nicht weiß, wenn er sich in warm verändert, werde ich den auch weggehen. Ein Duft, den ich behalten werde, ausprobieren werde und den ich mich mega gefreut habe, ist der nächste. Weil das italienische Spezialität ist, und zwar heisst der Cannolo. Meine Tante macht das ab und zu und bei uns macht man die so, das ist so eine Teigrolle, die gefüllt wird mit so einer weissen, etwas säuerlichen Creme. Also ich weiss nicht, es hat Quark oder irgendwas drin und dann noch so kleine Schokostückchen, ich habe das mega gerne. Und der Duft kommt eigentlich ziemlich näher. Es hat so ein bisschen eine teigige Note mit so einer feinen, säuerlichen, ja, ein bisschen milchigen Note. Und ich bin sehr gespannt, wie der in warm ist und den werde ich bestimmt testen. Der nächste Duft ist auch ein Foodie-Duft und zwar heisst der Cappy Cake. Ich meinte, die Cappy Cake kommt aus Amerika, aber keine Ahnung, aus was der besteht. Das ist der Duft, den ich kalt am wenigsten intensiv finde. Es kommt so eine bestimmte Note raus, kann aber auch nicht sagen, was das ist. Vielleicht so etwas Schockiges, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich den testen und bin gespannt, wie er warm ist. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Duft, der mich sehr wundern nimmt, aus was der besteht. Und zwar heisst der Hot Kisses. Weil der ist in meiner Nase so eine Mischung aus parfümig und fruchtig. Aber vielleicht ja, stimmt das auch nicht. Also ganz ein spezieller Duft. Ich finde ihn nicht schlecht, aber da merke ich auch gerade leider kopfmäßig nichts für mich. Darum werde ich den auch weggehen. So, und der letzte hat ganz einen süßen Namen: Valentine Sugar. Und das ist wirklich ein sehr parfümiger Duft. Leicht, frisch, floral, fruchtig. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne ihn sogar. Also ich glaube, es müsste ein Parfüm-Dupe sein. Finde ihn als Duft nicht schlecht. Ich gehöre halt zu denen, die nicht unbedingt wollen, dass die Wohnung so extrem nach Parfüm schmeckt. Darum ja, eher nicht für mich. Ich weiß auch nicht über den Vertrag, aber den Duft finde ich eigentlich schön. Ja. Also wer auf so ein bisschen florale, parfümige Düfte steht, tue ich den wärmstens empfehlen. Ich meinte auch, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meinte, sie hätten jetzt im Shop. Ja, wenn ich jetzt, ich drehe jetzt das Video heute am 2. März. Ich weiß halt nicht, wenn ich es hochlade, aber eben, ich meinte, den hätte sie. Ja. Eigentlich ein feiner Duft. So, und jetzt gehen wir gerade über zu meiner Bestellung. Ich habe 5 Sachen bestellt. Nur 5 Sachen. Gut, und fangen mit einem Duft an, wo ich die Duftbeschreibung, glaube ich, nicht gelesen habe. Darum eigentlich was anderes in den Namen interpretiert habe.
Und zwar ist das Pink Vanilla Sugar. Ja, ich habe gemeint, das ist eine Mischung aus Pink Sugar und Vanillezucker, also ein süßer Duft. Als ich den dran geschmeckt habe, ja, habe ich festgestellt, ups, das ist, glaube ich, eher Pink Sugar mit Warm Vanilla Sugar gemischt. Warm Vanilla Sugar ist ein Bath and Body Works Duft, Dupe. Und ist eher auch ein parfümiger Duft. Ja, die Kombi ist eigentlich schön und interessant. Ich persönlich finde Warm Vanilla Sugar einen schönen Duft, aber ich verträge ihn leider nicht so. Und ich glaube auch, wenn ihn verträge, wäre besser. Lieblingsduft wäre nicht, aber ja, ich werde ihn bestimmt mal testen. Dann habe ich wieder einen Teddybär gekauft. Ich finde die Form so herzig. Damals in der Duftrichtung Erdbeerkuss. Und das sollte eine Mischung sein aus Erdbeere mit einem Schuss Milch. Es ist ein interessanter Erdbeerduft. Es ist sehr ein süßer Erdbeerduft. Allerdings glaube ich nicht so künstlich, wie viele süße Erdbeerdüfte sind. Also er schmeckt fein und ja, bin gespannt, wie sich der in warm verändert. So, und dann kommen wir mal zu meinem ersten, zweiten Lieblingsduft von dieser Bestellung. Also es sind zwei Sachen, die in dieser Bestellung meine Top-Favoriten sind. Und zwar ist das zum einen der Duft Pink Ice Cream Scoop Bread. Ich bin so happy, dass ich den noch verwünscht habe, weil es ist, glaube ich, wirklich das letzte gewesen. Und auch der Tarte Mousse an sich ist mega schön. Also es ist ein recht dickes Herz und mega schönes Ornament oben und so zweifarbig. Und ich liebe den Duft. Man schmeckt beides super. Pink Sugar und der Ice Cream Scoop Bread. Ice Cream Scoop Bread ist wirklich schwer zu erklären, nach was der schmeckt. Das ist ein bisschen eine vanillige, brotige Note. Oh, einfach sensationell. Top, top Duft. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich weiß, sie hätten jetzt nicht mehr im Shop, aber ja. Ich glaube, der ist wirklich gut angekommen und vielleicht macht der ja Doris wieder mal nach. So, und dann kommen wir auch schon zu meinen zwei letzten Sachen. Und das sind die größten. Ich habe mir nämlich wieder zwei Pies zusammengemischt. Ja. Ich habe den ersten noch nicht in meiner Lampe gehabt, also noch nichts sagen. Und ich zeige euch jetzt zuerst den, der leider gebrochen ist. Das ist aber nicht der Doris ihre Schuld. Das ist wirklich alles gut eingepackt. Und er ist zum Glück auch nur einmal ganz durchgebrochen. Also das ist nicht so schlimm. Mega herzig dekoriert, also von der Farbe her schon super, pink und rosa. Und ich finde die weißen Schmetterlinge so süß. Und ich zeige euch jetzt das so, nicht, dass es dann irgendwie kaputt geht mehr. So sieht die Pie aus. Und da habe ich mich entschieden für Vanilla Sugar Waffle Cone, Pink Marshmallow und Strawberry Shortcake. Und die Pie, ich setze da schnell auf zum Schmecken. Ja, das ist eine rechte Erdbeerdröhnung. Also, ja, anders kann ich es nicht sagen. Es ist Strawberry Shortcake, ist schwer zu erklären. Finde ich, ist eher ein bisschen, also süß-spritzige Erdbeere. Fast ein bisschen so in Erdbeer-Kaugummi-Richtung. Ja, sehr fein. Und bin gespannt, wie der in warm ist. So, und die letzte Pie ist mit dem Pink Ice Cream Scoop Bread eben meine Nummer 1 von 2. Also, ja, sensationell. Sieht auch mega herzig aus. Sind so ein bisschen hellere Farben. Und da habe ich gemischt White Chocolate, Cake Butter Ice Cream und Peanut Butter Cookie. Und da könnt ihr drin liegen. Man schmeckt die wie Schoki und in Kombination mit der Erdnussbutter, ich weiß nicht wieso, erinnert mich die Duftmischung ein bisschen an Bananenkuchen, wo meine größere Schwester macht, ältere Schwester. Ich weiß nicht wieso. Ich habe ja sonst Bananenduft nicht so gerne. Es gibt eins, zwei, die ich gerne habe. Ich liebe das Bananenbrot von meiner Schwester, also der
nicht Brot, sondern Bananenkuchen. Das ist so ein süßer. Und ja, der erinnert mich einfach an das. Das ist mega fein. Also man schmeckt wirklich gute Chocolate-Noten raus. Ich habe ein bisschen gemeint, ja, mit Erdnussbutter. Aber sensationelle Mischung, also super Hammer. Über die freue ich mich mega. Ja, und das wäre mein ganzer Haul gewesen. Es ist momentan gerade wieder ein Päckchen von der Doris zu mir unterwegs. Meine letzte offene Bestellung bei ihr. Dort hat es allerdings keine Pies drin, dafür ein paar ganz andere tolle Sachen. Also ich freue mich wirklich schon auf das Päckchen. Jo, und das wäre es eigentlich auch schon. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch ganz einen schönen Abend und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss zusammen!